Dann hier Bodenarmeen. Ja, was bist du denn für eine Flotte? Ja, hallo? So, wo kommst du her? Pause. Also ne, Blödsinn passt schon. Du kannst weitermachen. Dein Gegner macht gerade einen Scheiß. Okay. Der verarscht mich gerade. Flieg dahin, von wo ich gerade komme. So. Jetzt Büster für den Verarschungsversuch. So, was haben wir denn da? Enemy Planet Secured. Ach, ich liebe dieses Geräusch. Sehr brav gemacht. Wieso haben wir auf einmal weniger Kriegsstand als vorher? Was soll denn der Shit? Das verstehe ich nicht so recht. Egal, wir hauen uns mal nach Tiplitch. Okay, ihr fliegt mal daher. Du fliegst mal. Ja, wir waren eigentlich schon überall. Rontos wieder mit irgendwem. Diese Rontos. Von hat er eigentlich mal gar keiner so. Was hat er? Ich sag, wann hat er eigentlich mal gar keinen Krieg? Und was hat der für Vieh, für Kleinvieh bei sich überall rumliegen? Echt viel auf jeden Fall. So, 46%, so fanden wir das doch schon gleich besser. Aber es zieht sich so ewig.
Debris analyzed. Okay, sehr schön, dann kürze da weiter. Du kannst daher. So. Ja, schön. Prozent. Ja, das gefällt mir. Nicht aufhören, den Planeten zu bombardieren. Brav, weitermachen. Och, guck an, was kommt denn da her? Eine 300er Flotte. Ah. So. Dass die überhaupt noch Ressourcen haben, die Malasura. So. Aber helfen tut ihnen keiner mehr. Im Kriech. So, einmal Bodenarmee bitte. Folge 5 oder keine Ahnung wie viel. Ich klick nicht mehr durch. Können wir dann gleich noch zusammenrechnen, wie viel es dann sind? 25, 50, 50, das war jetzt die vierte, die fünfte läuft jetzt. Okay. Ja, hau schnell ab. Besser ist war. Wo ich dich kriege. Alle entsenden. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr nice aus. So, Transportflotte kann sich schon mal startklar machen daher. Die 11K-Armee. Warte, die hilft mal kurz der 6K-Armee. So. Mal so. Ships upgraded. Malasura. Muss ich mal wieder lachen, wie der aussieht. Wie wir den gerade echt auseinandernehmen. Die zwei kleinen Flecken. So. So, jetzt sind die, die das hier angehen. Hast du eigentlich schon die Forschung jetzt bekommen für dieses Trägergeschwader von den Aliens da? Nö, du? Okay, nö. Nee. Leider nicht, komisch, wenn das wohl kommt. Wahrscheinlich nie, unserem Glück. Thank you.
Ach, Hostile Fleet Detector, das übliche. Okay, die Biffen sind immer noch in den beiden Planeten da. Na gut. Ähnlich, oh Gott. Sie meinen? Ich versuche gerade irgendwie eine Lösung zu finden, dass ich nicht gleich weitergehe. Weil irgendwie bringt alles nichts. Ich habe gerade 431 Energiekredits. Bringt dir das was? Soll ich dir die geben? Nein, nein, das gut sein. Die brauchst du ja selbst. Ich nehme an, du machst auch kein Plus, oder? 70. Plus? Ja. Frag mich nicht wie. Ach, da kommt sie ja gleich wieder. Das ist ja gemein. Wie ist das? Frag mich, warum der Planet so viel Nahrung macht. Der hat hier kaum was. Ich habe nur sehr schön, danke. Können wir da wieder eine Bodenarmee reinhauen? Station under attack. Aber wie die Forschung dahin geht, das ist echt praktisch, wenn ich gerade so im Krieg fühlen bin und die ganzen Dinge sind immer under the sea. Das ist echt nice. Ja. Alles, was da runterfällt quasi. So. Station under attack. Ach, ihr wollt euch wirklich meine Armee stellen? Meine 11k? Die eine ist schon wieder weg. Was? Der Himmelskrieg endet? Ja, oh Gott, ich habe jetzt weggeklickt. Das Adex Restoris ist aus seinem langblutigen Krieg mit den Tempelonen siegreich hervorgegangen. Das besiegte Vorläuferreich ist von seinen alten Rivalen vollständig annektiert worden und das Adex steht nun triumphierend als die unbestrittene dominante Macht der Galaxie da. Wir haben zwar die siegreiche Seite unterstützt, aber unsere Oberherren fanden uns anscheinend einer Belohnung in Form von Planeten nicht würdig genug. Entweder gab es keine geeigneten Welten in der Nähe oder sie waren einfach der Meinung, dass sie uns nicht verdient hatten. Das heißt, das gefallene Reich da unten ist jetzt riesig? Ja. Ja, das andere ist weg. Das andere ist halt weg. Das ist was Neues. League of Nugian. Erbärmlich, okay. Die sind erbärmlich, ja. Und Unabhängigkeit wird natürlich garantiert von den Karabnar, die ihre ganzen zwei Planeten hier oben bei mir haben. Läuft bei Karabnar schon wieder. Der Planet gefällt mir, aber den würde ich mal gern holen wollen. Wenn ich fertig mit meinem Krieg bin. Das ist nämlich eine arktische Welt. Boah, ist das nice. Das ist ja mal cool. Aber ich habe Welten bekommen, komischerweise. Hast du? Japris habe ich bekommen. Der ist endgültig weg, oder was? Der Japris-Typ? Es ist dieser Blaue da oben, der da sich von mir losgelöst hat. Der ist weg. Und was habe ich noch bekommen? Chromagie. Du hast auch Chromagie wieder ist ganz da viel unten. Bekommen, ne? Der fragt mich nicht, warum ich den bekommen habe. Okay, ich meine, beschwere ich mich mal nicht. Auf den nächsten Grenzkonflikt mit den Rodimanten. Oh Gott.
Gut, dass wir auf der richtigen Seite waren. Vom Krieg. Dass die Adex gewonnen haben. Das war aber irgendwie komisch. Einfach so. Hauen einfach so ab. Ja, keine Ahnung. Jetzt kann man dem Menschen auch wieder Krieg erklären. Weil die wieder frei sind quasi. Sind wir eigentlich wieder frei? Nee. Oh, scheiße. Scheiße. Wäre gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir verloren hätten. Ja. Dann wären wir wieder frei. Okay, das heißt, die Menschen und die ganze Abgesindel-Pack wird uns wieder hassen. Ja. Oh Gott. Komm mal auf. Hat doch alles keinen Sinn. Ist er auch noch. Na krass. Da ist der ewig lange Krieg vorbei. Bedeutet das bei dir irgendwas, dass du irgendwen angreifen kannst? Ja. Keine Ahnung. Nö. Ihr hasst's mich nach wie vor, ha? Huh? Ihr hasst's mich nach wie vor. Na, da kann ich euch auch nicht helfen. Ihr blöden Säcke. Ich hasse euch auch. Eklige Biester. Aber wie die auf einmal jetzt zu mir gekommen sind, würde mich auch mal wundern. Darüber fragen. Würde ich mich fragen. Wenn schon nicht mal labern. Mensch hat League of Wasserisiert. Lass mich verarschen. Das sind meine. Die gehören mir. Die so ganz klar geregelt, also. Boah, Mensch, hier geht's mir so auf die Nüsse. Wie viel hat denn der noch so an Militär? Mal überlegen. Oh shit. Oh shit. Und gleich überall nicht Angriffsversprechen von der Erde. Construction complete. Kriegserklärung. Na klar. Nemerian. Die zwei Dinger da unten. Kellerzahn war der Schlimme, oder? Oh. Gott. Oh, überwältigendes Reich. Oh Gott. Was zur Hölle? Wollen wir langsam mal aufhören? Ich kann nicht mehr. Wir sind bei 2 Stunden. Ich habe keine Ahnung. Das sind locker 5 Folgen jetzt hier. Mach Pause. Ich bin wieder bei 0 Energie Credits. Ich bin bei plus 28 jetzt. Yay. aber alle 5 Minuten ist hier irgendwie ein Anschlag auf mein Territorium von Separatisten, die 10 Gebäude in die Luft jagen. Da muss ich immer da, ja, okay. Das ist alles in irgendwelchen Sektoren, auf denen ich schon gar keine Zugriffe mehr habe. Das ist YOLO. YOLO. Da, Freunde. Die Folge gefallen hat. Wir machen gleich wieder weiter. Ich bin gerade am besten noch nicht speichern. Ich möchte gerade noch durchblicken bei meinem Planeten jetzt. Ja, viel Spaß. Jetzt 9 von 6. Quaxel. Da können wir ja theoretisch aus dem Ding irgendwas rausholen, ne? Junius. Nur den. Aber der Krieg ist jetzt gerade irgendwie doof. Vor allem sind wir immer noch ein Vasal, wieso können uns die angreifen? Keine Ahnung. Naja, dann wieder fleißig Flotten bauen. War schon so lange nicht mehr. Sind die eroberten Welten. Welten. Also ist der ganze Sektor jetzt auch vor? Ja, von mir aus.
So, gut, passt. Die sind fleißig am Bauen alle. Den Künd, wo war denn das? Und das ist hier. Oh Gott, ich habe wieder immer wieder viel zu viel Planeten. Frag mich mal. Aber theoretisch könnte ich den auch noch abgeben, den brauche ich eh nicht mehr unbedingt. So, wie heißt der Sektor jetzt nochmal? Ich bin schon nicht mehr durch Sim Prime. Aber im Grunde können wir auch mal die Folge abgeben und dann machen wir das noch schnell auf Screen. Was auch immer du gesagt hast, ich habe nicht ein Wort verstanden. Was? Dass wir mal die Folge abgeben und dann dann lassen wir noch ganz kurz offen, weil dann kann ich da noch in Ruhe Planeten verwalten. Ja, verwalt doch. Verwalter. Alter Verwalter. Hilfe. Sieht uns das nach, wir sind mega Fratze. Aber war lustig, wir haben viel geschafft. Ja. Dieser Krieg ist jetzt ein bisschen zu schnell zu Ende gegangen. Weil er mich eben gerade mitten in einem anderen Krieg stört. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Vielleicht hätten sie es noch ein bisschen rauszögern können, das wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Ich sehe ganz ehrlich, danke, nee, danke und so. Danke, danke. Schiffsunterkunft. Da klatscht man noch eine Grenzklinik rein. Netzwerk. Ein Netzwerk braucht jeder YouTuber. Oh Gott. Kraftwerk. Hast überall Aufträge gegeben. Na gut. Anno fängt gleich direkt ein. Und den hier auch noch darüber. Aber ich frage mich wirklich, wie ich gerade zu dem Planeten gekommen bin. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Nee, es wurde ja gesagt, dass sie das ehemalige gefallene Reich ja schon beaufteilen. Nur bei mir ja, war der Text ja das. Nichts oder so stand da, oder? Hä? Aber es ja, stand ich? Doch da, dass wir nichts kriegen. Achso, okay. Das ist ja auf jeden individuell bezogen. Du warst da unten A in der Nähe und hast B vielleicht geholfen. Ich war weder A noch B. Ich hab zugeguckt. Doi. Okay, ja, das geht schon. Das war mein Beitrag oder so. Go, go. Was jetzt ganz geil wäre, wenn die Adex auch mithelfen, weil wir immer noch Vasall sind. Wenn die dem Krieg da mal mitmischen. Ja. Gegen die Nemarian. Nemarian. Muss doch endlich mal der Krieg da bald zu Ende sein. Das wäre schon sehr nice. Das wäre ganz nice. Das wäre ganz nice. Ich hätte nicht zu gierig sein sollen. Das nehme ich auch noch und das hätte ich auch gern noch.
Es geht einem alles am Kopf. Fliegt mal alles zurück. So. Ich habe keine Ahnung, ob ich durch bin oder nicht, aber ich gebe jetzt ab. Freunde, wir sehen uns bei... Oh, ich bin noch 11 Fraktionen? Ich bin ja weniger gefühlt, glaube ich. Also, meine ich. Ich habe jetzt wieder 170 plus Energie-Credits, also laufend. Das ist gut, ja. Das ist gut. Das ist gut. Ah, nur ist fertig. Na gut, also dann auch von mir vielen Dank fürs Zuschauen und dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn's weitergeht. Mit Stellaris. In den unendlich Weiten. Oh Gott, wir hoffen unendlich, das war nicht mehr. Oh Gott. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Es ist unendlich spät, es ist unendlich, es ist, was haben wir es eigentlich, 3 Uhr morgens an einem... Oh Gott. Nee. Urlaubstag gut rumgebracht. Ja, danke. So, Freunde, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.